Ich schreibe mal Mila. Vielleicht können wir ja zusammen was machen. Ein paar Minuten später. Wollen wir vielleicht rausgehen? Können wir machen. Wollen wir vielleicht in die Stadt? Ja, weißt du, worauf ich voll Lust hätte? Nee. Bubble Tea. Oh ja, ich auch. Den hatten wir schon so lange nicht mehr. Lass uns da hingehen. Hallo. Hallo. Wir hätten gerne zwei Bubble Teas, bitte. Sehr gerne. Welche Sorte möchtet ihr denn? Ich nehme... was nehme ich denn? Apfel. Und ich Erdbeer. Sagt ihr mir noch eure Namen? Ich heiße Mila. Und ich Anna. Okay, kommt sofort. Ich freue mich schon so auf den Bubble Tea. Ja, ich auch. Bitte sehr, einmal Mila und einmal für Anna. Danke. Dankeschön. Das macht 5 Euro pro Becher. Was? So viel? Das ist ganz schön teuer geworden. Ja, finde ich auch. Ich habe nicht genug Geld dabei. Ich habe noch was. Ich gebe dir was. Danke, Anna. Wollen wir uns irgendwo hinsetzen? Ja, können wir machen. Da ist ein Platz. Schnell, bevor er weg ist. Der schmeckt so gut. Ich könnte ihn voll oft trinken. Aber bei den Preisen kann sich das ja fast keiner leisten. Ja, das stimmt. Der ist schon sehr teuer geworden. Wäre ja schön, wenn man Bubble Tea zu Hause machen könnte und ihn nicht teuer kaufen müsste. Hey, das ist die Idee, Mila. Lass uns das machen. Weißt du denn, wie man den macht? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir googeln und schauen, wo wir die Zutaten besorgen können. Hey, guck mal, da hinten sind Mila und Anna. Hi, na, wie geht's? Hey, was macht ihr so? Bubble Tea trinken. Und ihr so? Nichts Besonderes, aber auf ein Bubble Tea hätte ich aber auch total Bock. Der ist voll teuer geworden. Eins kostet 5 Euro. Was, die spinnen ja wohl. So viel Taschengeld habe ich nicht mehr. Ich auch nicht. Wir fanden das auch ganz schön teuer, aber Anne hatte eine super Idee. Welche denn? Wir wollen mal versuchen, Bubble Tea selber zu machen. Cool, da kommen wir gerne vorbei, um zu probieren. Na, mal abwarten, ob es überhaupt klappt. Schreib einfach, wenn wir zum Testen kommen sollen. Mach ich. Oh je, der muss echt gut werden. Ja, sonst wird's echt unangenehm vor den Jungs. Lass uns mal zu Hause nach einem Rezept suchen, das gelingsicher ist. Das machen wir. Okay, dann wollen wir mal Bubble Tea selber machen. Guck mal, da ist dein DIY-Komplett-Set. Oh ja, das ist doch toll. Da ist dann alles dabei, was man braucht. Ja, voll gut. Aber es kostet 18,80 Euro. Mein Taschengeld ist diesen Monat leider schon aufgebraucht. Meins auch. Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wird wohl nichts mit Bubble Tea. Schade. Na, ihr zwei, seid ihr fleißig? Warte mal, ich hab da eine Idee. Du, Papa? Ja? Also, wärst du bereit, etwas Geld für ein Projekt zu spendieren? Kommt darauf an. Worauf? Um was für ein Projekt geht es und ob es sich lohnt? Also, wir wollen selber Bubble Tea machen und verkaufen, aber uns fehlt halt das Startkapital. Verstehe. Wie viel braucht ihr denn? 18,80 Euro und daraus könnten wir dann bis zu 10 Bubble Teas machen, die wir für, sagen wir mal 3 Euro verkaufen würden. Dann hätten wir einen Gewinn über 10 mal 3, das sind 30, über 10 Euro. Okay, das hört sich gut an. Dann kauft aber auch gleich 3 Sets, damit sich der ganze Aufwand lohnt. Die 10 Portionen sind ja ruckzuck weg. Okay, machen wir. Ein paar Tage später. Wie weit bist du, Mila? Fast fertig. Und du? Auch. Ich bin so gespannt, wie er schmecken wird. Ich auch, aber er muss noch auskühlen. Dann habe ich noch Zeit, das Plakat fertig zu machen. 30 Minuten später. Zeit zum Probieren. Cool, aussehen tut er schon mal top. Mila, dein Plakat ist der Hammer. Danke. Hey Greta, kann ich mal bei euch auf die Toilette? Ich muss echt ganz dringend. Ja klar, klingel einfach. Anna ist zu Hause. Hallo Anna. Hallo Heinrich, was gibt's? Ich muss mal ganz dringend aufs Klo. Geh doch bei dir zu Hause. Das halte ich nicht mehr aus. Oh Mann. Was macht ihr hier überhaupt? Bubble Tea. Bubble was? Kennst du das nicht? Nee, was soll das denn sein? Da hast du was verpasst, Heinrich. Wir machen gleich noch mehr, dann darfst du auch einen probieren. Okay, ich gehe so lange raus. Ich schreibe jetzt Robert mal, ob sie vorbeikommen möchten.
Kurze Zeit später sind die beiden auf dem Weg. Hallo, da sind wir. Bereit zum Probieren. Welche Sorte hättest du denn gerne? Was habt ihr denn im Angebot? Apfel, Erdbeere, Schoko, Kokos und Passionsfrucht. Dann nehme ich Schoko. Und du, Gregor? Ich nehme Apfel. Alles klar, kommt sofort. Hier, bitte sehr, lasst es euch schmecken. Und, was sagt ihr? Wow, der schmeckt ja mega lecker. Sogar besser als im Laden. Danke. Müssen wir dafür was bezahlen? Nein, ihr doch nicht. Ihr seid eingeladen. Dann hätte ich gerne gleich noch einen. Geht das? Na klar. Hey, das sieht ja cool aus. Ich möchte auch gerne mal einen probieren. Darf ich? Ja klar, kein Problem. Und du, Greta? Ich möchte auch einen. Alles klar. Ach so, welche Sorte? Apfel, Schoko, Erdbeer, Kokosnuss oder Passionsfrucht? Schoko. Erdbeer. Okay. Was ist denn hier schon wieder los? Der ganze Bürgersteig ist blockiert. So geht es aber nicht, Kinder. Möchten Sie vielleicht einen Bubble-Tee kaufen? Sehe ich etwa so aus, als ob ich Zucker zu mir nehmen würde? Zucker ist Gift für den Körper. Das wollte ich auch wissen. Und sowas gar nicht trinken. Und dann auch noch kaufen. Nicht mal geschenkt möchte ich den haben. Es würde Ihnen aber nicht schaden, dann wären Sie vielleicht etwas gechillter und nicht so angespannt unterwegs. Also sowas Freches wie dich habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ups, war ich vielleicht etwas zu frech? Ach, mach dir nichts draus, das ist Frau Schick. Die ist immer so. Eine halbe Stunde später. Ich hätte gerne noch einen, geht das? Na klar. Ich nehme auch noch einen. Also ich kann nicht mehr. Einige Zeit später. Na ihr zwei, wie laufen die Geschäfte? Wie viel Tees habt ihr schon verkauft? Werd ich jetzt reich? Verkauft haben wir nicht wirklich was. Wir können ja von unseren Freunden kein Geld verlangen. Ach schade. Das verstehe ich natürlich. Naja, war das Geld nicht ganz so gut investiert von mir. Dann möchte ich wenigstens auch einen Tee probieren. Welche Sorte? Schoko bitte. Das macht 3 €. Hä, wieso muss ich den Tee jetzt bezahlen und die anderen nicht? Bei irgendjemandem müssen wir ja anfangen, sonst verdienen wir ja nichts. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren, damit ihr kein weiteres Video von uns verpasst. Tschüss!